Gras und kein Regen. Absolut. Absolut, das war die allerbeste Antwort, die er geben konnte. Klarer Sieg. Langen Kampf, einen langen Zehnkampf. Von dem heutigen Matchplay erwarte ich eine interessante Partie mit der Marion, so wie immer. Von dem heutigen Matchplay erwarte ich viel Spaß und Freude am Golfen. Typische Handbewegung. Vollenden wir auch. Ich erhoffe mir von dem heutigen Tag ein schönes Spiel. Das hoffe ich mir auch und dass einer gewinnt. Gut. Schöner beim Sportler. Genau, flach im Leben. Nicht schöner beim Sportler. Ich glaube, wir sind in der Schlage. Mir ist es zu tief. Dass ich eine Runde weiterkomme gegen meinen Freund Wolfgang. Von der heutigen Runde erwarte ich mir, dass der Uli nicht recht behält. Ich erhoffe mir von dem heutigen Tage viel Erfolg. Ich hoffe mir von dem heutigen Tage viel Spaß. Heute von dem Tag erhoffe ich mir viel Spaß und dass es nicht regnet und beide viel Erfolg. Ein schönes Spiel und einen Sieg. Super Chip, deine größte Stärke heute. Ja, ein spannendes Spiel und einen fairen Cup. Ja, das gleiche kann ich mich nur anschließen. Dass ich mindestens auf mein Leistungsniveau spiele und natürlich als Gewinner aus diesem Spiel hervorgehe. Natürlich auch ich hoffe, dass es einen regenfreien Tag gibt. Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Ich hoffe natürlich nicht, dass mein Mitspieler siegreich vom Platz geht heute. Ich werde alles dran setzen, dass es nicht so der Fall sein wird. Spaß beim Spiel und einen für meine Verhältnisse ordentlichen Score. Ich wünsche mir für heute schönes Wetter, ein schönes Spiel mit einer hübschen Flightpartnerin.
Also ich hätte gerne viel Spaß, ein gutes Spiel. Ja, und eine schöne Runde einfach. Dem schließe ich mich an. Alle Nerven stark. Ich wünsche mir von diesem Matchplay, dass ich gewinne. Und ich wünsche mir, dass die Veronique gewinnt. Oh, danke, Paul. Also schönes Spiel und gutes Wetter und genau. Sonst nichts. Ja. Und Spaß. Ich wünsche mir von dem heutigen Tag, dass es möglichst nicht regnet. Und ich wünsche mir von dem heutigen Tag, dass wir ein schönes Spiel haben und keinen Krach kriegen. Haben wir schon ein neues Spielzeug gekauft jetzt da? Ja, klar. Früher habe ich mit ferngesteuerten Auto gespielt, heute mit ferngesteuerten Golfkettis. Ja, ob das was ist, da habe ich nicht, ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, du bist mehr beschäftigt mit der Fernsteuerung im Golfspiel. Kann man seinen Gegner auch erledigen. Ja. Mit Arbeitszeug. Dann werden wir mal sehen, ob wir das so Probe durchbringen, wie es jetzt gerade vielleicht so aussieht. Das wäre schön, ja. Ja, wir erwarten natürlich hochwertiges Golf heute. Ja, ja gut, das erwarten wir auch. Ob dem so ist, das wird sich herausstellen. Und zwei spannende Matches, ne? Ja. Bis zum 18. Loch. Auf jeden Fall, dass wir auch einen würdigen Sieger kriegen. Ne? Mindestens. Ja, wir können ja auch 36 spielen. Ah, das wäre ein bisschen viel, aber ja. Das muss ja nicht gerade sein. Wer spielt denn an welchem Platz? Jetzt kommen wir mal Platz hier. Platz 3. Die zwei spielen an Platz 3. Okay. Und wir spielen zwei an Platz 3. Zu deinem Gegner. Ich da noch stehen. Und haben Sie irgendeine spezielle Strategie für heute, außer trocken bleiben? Trocken bleiben und den Ball treffen. Das wäre so das erste Ziel heute. Ja.
trotzdem mal geteilt wird. Ja, ich habe gerade überlegt. Also ist bei Ihnen noch alles spannend, oder? Ja, sehr spannend. Also die Bälle fliegen überhaupt nicht heute. Ja? Es ist unglaublich. Die bleiben gerade stehen in der Luft. Ich habe soeben gewonnen mit dem geteilten Loch, am Loch 15. Das Spiel war eigentlich hart umkämpft. Beide haben eigentlich relativ gut gespielt. Ich war vielleicht der Glücklichere. Ich habe ein paar Fehler mehr gemacht wie der Matthias, aber er hat schön und souverän jetzt zum Schluss gewonnen. Es war heute sehr spannend. Ich muss sagen, ja, zwischendurch sah es so aus, als ob ich verliere. Dann habe ich mich nochmal zurückkämpfen können. Ja, was interessant ist, der Match bisher. So lange haben wir auch noch keins gespielt, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Okay. Und zufrieden? Sehr zufrieden.